Schon wieder haben Sie den Postboten verpasst und dürfen Ihr dringend benötigtes Paket erst am nächsten Tag abholen. Eine Nachbarin wollte auf eine Tasse Kaffee spontan vorbeikommen, aber Sie haben das Klingeln nicht gehört? Vielleicht sind Sie außerdem von dem schrillen und fordernden Ton Ihrer Türklingel genervt und möchten über den Besuch auf eine freundlichere Art und Weise informiert werden. Wenn Ihnen diese Situationen und Gedanken nicht ganz unbekannt sind, dann wäre für Sie eine Funkklingel wahrscheinlich die richtige Idee. Das erste Produkt auf unserer Liste ist TechNet WA878 Funkklingelset. Dieser Türgong mit Funksignal bekommt fast ausnahmslos begeistertes Feedback. Dabei betonen die meisten Verbraucher die unkomplizierte Installation, hohe Reichweite sowie den attraktiven Preis des Modells. Das TechNet WA878 Funkklingelset besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Beide Elemente sind in Schwarz und Blau gehalten. Der blaue Kreis auf dem Empfänger leuchtet bei der Betätigung der Klingel auf und dient somit als ein visuelles Signalmittel. Auf Wunsch lässt sich entweder das visuelle oder das akustische Signal abstellen. Das Modell punktet mit einer überdurchschnittlichen Reichweite bis zu 300 Metern. Die Angaben gelten verständlicherweise nur bei optimalen Bedingungen. Diese vielseitige Funkklingel gibt Ihnen die Möglichkeit, den Wunschklingelton aus ganzen 52 Melodien auszusuchen. Auch im Hinblick auf die Lautstärke zeigt sich die Klingel von TechNet flexibel. Sie können die Lautstärke in 4 Stufen zwischen 25 und 85 Dezibel entsprechend Ihren individuellen Vorstellungen einstellen. Wir empfehlen diese praktische und preislich attraktive Klingel allen, die keinen Besuch mehr verpassen möchten und zugleich für die entsprechende Ausstattung nicht allzu tief in die Tasche greifen wollen. Wie funktioniert eigentlich eine Funkklingel? Das Grundprinzip ist eine drahtlose Verbindung zwischen dem Sender und Empfänger, wobei die Sendereinheit das Signal im 868 MHz-Band an die Empfängereinheit sendet. Mehr dazu lesen Sie in unserem Ratgeber. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Avantech D3B Funkklingel. Die Avantech D3B Funkklingel wird in einem Set aus einem Sender und 2 Empfängern mit Steckvorrichtungen für Steckdosen zwischen 110 und 260 Volt versendet. Die Türklingel hat eine Reichweite von bis zu 400 Metern. Das kabellose Sendemodul sendet mit einer Frequenz von 433 Hertz. Alle Teile sind laut Hersteller nach der Schutzart IP55 gegen Wasser und Staub geschützt. Die integrierte, 230 mAh starke Lithiumbatterie des Typs CR2032 soll eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren bieten. Mit einer Arbeitstemperatur zwischen minus 20 und plus 60 Grad Celsius soll die Funkklingel in der Lage sein, auch härtesten Wetterbedingungen standzuhalten. Mit integriertem Stereo-Lautsprecher, die Avantech D3B Funkklingel hat nach Angaben des Herstellers einen integrierten Stereo-Lautsprecher mit einem Durchmesser von 40 mm, dank dem die Melodien klar und ausgeglichen klingen sollen. Die Funkklingel bietet einen großen Melodiespeicher von 52 Klingeltönen. Darüber hinaus gibt es laut Avantech 5 einstellbare Lautstärkepegel bis maximal 115 Dezibel. 0 Dezibel, Schlafen. 70 bis 80 Dezibel, Schulstunden. 80 bis 90 Dezibel, Party. 90 bis 100 Dezibel, Straßenverkehr. 100 bis 115 Dezibel, Rockkonzert. Ein Vorteil der Funkklingel ist nach Angaben des Herstellers ihre Speicherfunktion. Sie ist in der Lage, sich im Falle eines Stromausfalls an die zuletzt gewählten Einstellungen von Melodie und Lautstärke zu erinnern. Die Installation des Senders kann per Klebepad an der Wand oder über mitgelieferte Schrauben erfolgen. Alle dafür notwendigen Zubehörteile sind laut Avantech im Lieferumfang enthalten. Wie hoch kann die maximale Reichweite einer Funkklingel sein? Serienmäßig sind Modelle mit Reichweiten zwischen 150 und 300 Metern erhältlich. Für die meisten Einsatzbereiche genügt dieser Wert vollkommen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Ikalula Funkklingel. Das Modell ist einfach installiert und punktet durch das effektvolle, abgerundete Design in Schwarz oder Weiß. Die Käufer zeigen sich von der Funktionalität begeistert und schätzen das vorteilhafte Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Ikalula Funkklingel überzeugt mit stabilem Empfang auf eine Entfernung bis zu 150 Metern. Dieser vergleichsweise niedrige Wert kommt vor allem dadurch zustande, dass der enthaltene Sender seine Energie selbst erzeugt, also ohne Stromanschluss oder Batterie und daher nicht eine so hohe Leistung hat, wie andere Produkte. 150 Meter Reichweite sind für die meisten Anwendungsgebiete ausreichend. Im Lieferumfang sind zwei Empfänger enthalten, sodass sie die Innenstationen auf mehrere Räume verteilen können. Für mehr Komfort und Sicherheit leuchtet eine LED auf, wenn die Klingel aktiv ist. Die Montage der Außeneinheit gestaltet sich dank des Schraubensets und des mitgelieferten Klebebands ausgesprochen einfach. Die Funkklingel von Ikalula lässt sich mit wenigen Handgriffen individualisieren. Zur Auswahl stehen 51 Melodien und 4 Lautstärkestufen zwischen 25 und 85 Dezibel. Der Sender ist dank der Schutzklasse IP44 wasser- sowie staubdicht und somit für den Einsatz im Outdoor-Bereich gut geeignet. Falls Sie eine optisch und preislich attraktive Funkklingel Ihr eigen nennen möchten und außerdem auf ein Maximum an Flexibilität setzen, können wir Ihnen dieses gelungene Modell empfehlen. Haben Sie sich schon mal gefragt, was eine Schutzklasse IP angibt? Es geht dabei vorrangig um den Berührungs- und Wasserschutz sowie um den Schutz vor eindringendem Staub. Unser Ratgeber informiert Sie weiter unten über die typischen Schutzklassen der Sendeeinheiten einer Funkklingel. Der nächste Produkt ist Casa Control NX5829 Funkklingel. Dieser batteriebetriebene Türgong benötigt keinen Stromanschluss. Die Casa Control NX5829 Funkklingel ist bei den Verbrauchern sehr beliebt und bekommt für die hohe Funktionalität viel Lob. Die Türklingel mit Funk von Casa Control gehört zu den besonders preisgünstigen Modellen und vermag nichtsdestotrotz mit hochwertiger Verarbeitung zu überzeugen. Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei um eine rein batteriebetriebene Funkklingel handelt. Der Empfänger lässt sich nicht ans Stromnetz anschließen, die Batterien sind regelmäßig zu wechseln. Auf der Türklingel sind 36 Melodien vorinstalliert. Im Hinblick auf die Lautstärke zeigt sich die Casa Control Funkklingel als besonders flexibel, denn sie dürfen zwischen 5 Stufen auswählen. Leider gibt der Anbieter Pearl weder die maximale noch die minimale mögliche Lautstärke an. Wie von den modernen Funkklingeln gewohnt, können Sie auch dieses Modell in einem der 3 Modi betreiben: akustisches und visuelles Signal, nur akustisches Signal. Die Reichweite liegt bei ausgesprochen moderaten 100 Metern, was in vielen Fällen jedoch genügt. Greifen Sie auf die Funkklingel Casa Control vor allem dann zurück, wenn Sie vom Strom unabhängig sein möchten und außerdem über ein schmales Budget verfügen. Wie laut sind eigentlich 85 Dezibel? Mit 85 Dezibellen ist häufig die Obergrenze der Lautstärke bei den Funkklingeln angegeben. Das ist tatsächlich ein ziemlich starker Lärmpegel, denn so laut geht es auf einer Hauptverkehrsstraße zu Stoßzeiten zu. Wollen Sie noch mehr? Manche Türklingeln melden sich mit gewaltigen 100 Dezibel, wie ein vorbeidonnernder Zug. Der nächste Produkt ist Satija Funkklingel. Das Satija Funkklingel-Set besteht aus 2 Sendern und 4 Empfängern. Die maximale Reichweite zwischen den beiden Einheiten beträgt knapp 300 Meter, was für die meisten Häuser ausreichend ist. Die Empfänger haben laut Hersteller jeweils einen Wahlschalter auf der Seite, um den individuellen Lieblingsklingelton aus 58 verschiedenen Melodien zu wählen. Die Lautstärke der Klingeltöne kann in 5 Stufen eingestellt werden. Sowohl Sender als auch Empfänger sind nach der Schutzart IP55 gegen Staub und Wasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet, auch bei Schnee, Regen oder extremen Temperaturen. Mit digitalem Codesystem: Das Satija Funkklingel-Set hat ein digitales Codesystem, das laut Hersteller verschiedene Codes auf derselben Frequenz erstellen kann. So müssen sich Nutzer keine Sorgen über Interferenzen mit benachbarten Systemen machen. Die Funkklingel funktioniert batteriebetrieben und funktioniert bei Temperaturen zwischen minus 10 Grad und 60 Grad Celsius. Die höchste wählbare Lautstärke von 115 Dezibellen soll selbst während einer Party zu vernehmen sein. Ein blau blinkende LED-Anzeigeleuchte gibt zusätzlich visuelle Hinweise für Menschen mit Hörschäden.
Für die Montage der Sender und Empfänger werden nach Angaben des Herstellers doppelseitiges Klebeband sowie Schrauben und Dübel mitgeliefert. Der nächste Produkt ist Nevet SGNV 004 ABEU 04 Funklingel. Die Nevet SGNV 004 ABEU 04 Funklingel ist ein Set, bestehend aus einem Sender und zwei Empfängern. Die Klingel verfügt über eine Fangreichweite von bis zu 400 Metern und kann damit laut Hersteller nicht nur in Wohnungen, sondern auch in Lagern und Fabriken zum Einsatz kommen. Sie bietet eine breite Auswahl von 52 Klingeltönen und Melodien aus verschiedenen Stilrichtungen, selbst Weihnachtslieder sind laut Nevet enthalten. Eine Lautstärke kann bis zu einer Grenze von 115 Dezibel in 5 Stufen eingestellt werden. Das soll Senioren helfen, die Probleme mit dem Gehör haben, aber auch für Partys hilfreich sein. Wasserdicht nach IP55, die Nevet SGNV 004 ABEU 04 Funklingel ist gemäß der Schutzklasse IP55 wasserdicht und wurde bei Temperaturen von minus 20 bis plus 60 Grad Celsius erfolgreich auf Betriebsfähigkeit getestet. Das Klingelset kann laut Hersteller einfach montiert werden, der Sender wird an eine herkömmliche Steckdose angeschlossen, während die beiden Empfänger entweder per Klebeband oder mit Schrauben an der Außenwand der Wohnung befestigt werden. Wird der Klingelknopf gedrückt, leuchtet laut Nevet ein blaues LED-Licht am Empfänger auf. Wird ein Klingelton beispielsweise nicht gewünscht, kann das Betätigen der Klingel stattdessen visuell angezeigt werden. Die austauschbare Lithium-Batterie des Typs CR2032 mit einer Kapazität von 230 mAh hat eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren. Der nächste Produkt ist Orno ORDB Krankenhaus 122 Funklingel Nevet SGNV 004 ABEU 04 Funklingel. Wer eine Funklingel aus der unteren Preisklasse sucht, könnte sich für das Modell ORDB Krankenhaus 122 von Orno interessieren. Das Set beinhaltet jeweils eine Haustürklingel und eine Empfängereinheit mit einer Reichweite von bis zu 80 Metern. Eine Auswahl an unterschiedlichen Klingeltönen gibt es nicht. Die Stromversorgung der Haustürklingel erfolgt per CR2032 Lithium-Batterie. Laut Anbieter erreicht sie damit eine Laufzeit zwischen 1 und 3 Jahren. Für eine flexible Positionierung lässt sich die Empfängereinheit mit 3 3A-Batterien betreiben. Mit beliebig vielen Klingeleinheiten erweiterbar, die Empfängereinheit der Funklingel lässt sich laut Anbieter mit beliebig vielen Klingeleinheiten erweitern, zum Beispiel eine am Tor, eine an der Haustür und eine an der Terrassentür. Die Lautstärke der Orno ORDB Krankenhaus 122 lässt sich in 2 Stufen zwischen 60 und 80 Dezibel einstellen. Ihre Installation erfolgt laut Anbieter unkompliziert über die im Lieferumfang enthaltene Montagevorrichtung mit Schraubenaufhängung oder mit Hilfe von doppelseitigem Klebeband. Beide Komponenten der Orno-Funklingel sind in Weiß gehalten. Die Empfängereinheit misst 6,8 x 12 x 3,2 cm und die Klingeleinheit hat Abmessungen von 10,3 x 4,5 x 2 cm in Breite, Höhe und Tiefe. Der nächste Produkt ist Technet WA658 Funklingel Set Orno ORDB Krankenhaus 122 Funklingel. Die Klingel von Technet kommt in edlem Schwarz daher und lässt sich intuitiv steuern. Das Feedback der Nutzer fällt fast ausnahmslos positiv aus, wobei die Verbraucher vor allem hohen Wert auf das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Im Lieferumfang sind eine Sende- und eine Empfängereinheit enthalten. Beim Betätigen reagiert die Klingel sowohl mit einem akustischen als auch mit einem visuellen Signal in angenehmem Blau. Auf Wunsch dürfen Sie entweder den Ton oder die Beleuchtung abstellen. Die Sendeeinheit der Funklingel von Technet benötigt 2 langlebige Batterien, die bereits im Lieferumfang enthalten sind. Der Empfänger ist ans Stromnetz anzuschließen. Die Reichweite des Modells liegt etwas über dem Durchschnitt und erreicht 250 Meter im Freien. Laut Nutzern sind solche Hindernisse wie verputzte Backsteinmauern für das Signal kein Problem. Ihnen stehen 32 Melodien und 4 Lautstärkestufen zur Auswahl. Zur IP-Schutzklasse sind keine Angaben enthalten. Falls Sie nach einer praktischen und preiswerten Funklingel suchen, bietet sich Ihnen das Technet WA658 Funklingel-Set als eine gute Wahl an.
Der nächste Produkt in unserer Liste ist Puingo N88 Funkklingel. Die Puingo N88 Funkklingel ist ein Set aus zwei Empfängern und einem Sender mit jeweils einer LED-Anzeige und drei einstellbaren Stufen. Die Lichter sollen in der Lage sein, Menschen mit Hörbehinderung zu helfen oder können als Notfallalarm für ältere Menschen verwendet werden. Die Installation erfolgt einfach per Plug and Play in nur 3 Minuten. Es muss laut Hersteller lediglich der kabellose Empfänger eingesetzt und der Sender an der gewünschten Stelle platziert werden. Dabei sollten Flächen aus Metall vermieden werden. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband, beides ist im Lieferpaket dabei. Wasserdicht nach IP55. Die Puingo N88 Funkklingel hat die Schutzklasse IP55 und ist daher nach Angaben des Herstellers gegen äußere Einflüsse wie Wasser, Schweiß, Staub und Schmutz geschützt. Die Funkklingel hat eine maximale Reichweite von 300 Metern und bietet insgesamt 55 Melodien in bis zu 5 Lautstärkestufen zwischen 0 und 110 Dezibel. Sender und Empfänger sind laut Hersteller jeweils mit einer wasserdichten Hülle aus Silikon umgeben. Eine Speicherfunktion soll dafür sorgen, dass sich die Funkklingel beim Ausschalten an die zuvor gespeicherten Einstellungen erinnert. Die Maße der Klingel sind wie folgt. Empfänger, 8x8x2 cm, Länge, Breite, Höhe. Sender, 7x4x1,5 cm, Länge, Breite, Höhe. Der nächste Produkt ist X-Sensiel SG329 Funkklingel. Die Funkklingel Jidl SG329 von X-Sense setzt sich aus einer Haustürklingel und zwei Empfängereinheiten zusammen. Zur Auswahl stehen 56 Melodien, die laut X-Sense in CD-Qualität erklingen und von traditionellen Türklingelspielen bis hin zu weltbekannten Jingles reichen. Die Türklingel wird mit einer CR2032 Lithium-Batterie betrieben, mit der sie laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 3 Jahren hat. Die Stromversorgung der Empfängereinheiten erfolgt per Steckdose. Hohe Reichweite. Die Verbindungsreichweite zwischen der Haustürklingel und den Empfängereinheiten beträgt laut Hersteller zwischen 600 und 1000 Metern. Damit bietet die Funkklingel von X-Sense eine höhere Reichweite als viele vergleichbare Modelle. Die X-Sense Jidl SG329 hat 5 Lautstärkestufen mit einer maximalen Lautstärke von 115 Dezibel. Laut Hersteller ist sie im Ruhemodus so leise, dass sie kein schlafendes Baby stört und bei höchster Lautstärkeeinstellung laut genug, dass auch hörgeschädigte Personen das Klingeln wahrnehmen können. Durch ein integriertes LED-Licht macht sich die Funkklingel geräuschlos bemerkbar. Die Komponenten der X-Sense Jidl SG329 sind komplett in Schwarz gehalten und zeigen blaue Farbakzente. Mit der Schutzklasse IP55 ist die Klingel vor Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Die Installation gestaltet sich laut X-Sense einfach, entweder mit doppelseitigem Klebeband oder per Schraubverbindung über das im Lieferumfang befindliche Gehäuse. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Bell 4UB104 Funkklingel. Die Bell 4UB104 Funkklingel ist ein Set aus insgesamt 5 Teilen, ein Klingeltaster und 4 Empfänger. Der Taster ist laut Hersteller wasserdicht und lässt sich daher bei jeder Witterung einsetzen. Allerdings schweigt sich Bell 4U aus, wenn es um die Schutzklasse geht. Zudem kommt der Taster ohne Batterie aus, nach Angaben des Herstellers erzeugt er genügend Energie. Auf die genaue Funktionsweise geht er jedoch nicht ein. Sets in verschiedenen Konfigurationen verfügbar, das Bell 4U Funkklingel-Sortiment gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. So gibt es die Wahl zwischen Sets mit 2 Klingeltastern und einer wechselnden Anzahl von Empfängern. Das hier besprochene Modell B104 gibt es in Schwarz oder Weiß. Die Empfänger sind für den Betrieb direkt in einer Steckdose gedacht. Es stehen 51 verschiedene Klingeltöne zur Auswahl, von Beatles-Songs über Weihnachtsliedern bis hin zu klassischen Musikstücken soll alles dabei sein. Die Empfänger unterstützen 4 verschiedene Klingellautstärken und geben nicht nur eine akustische, sondern auch eine optische Reaktion auf das Klingeln. Die Reichweite des Sets beträgt 50 Meter. Der nächste Produkt ist Avantech Funkklingel Bell 4UB104 Funkklingel. Die Funkklingel von Avantech besteht aus jeweils einer Haustürklingel und Empfängereinheit.
Beide Komponenten sind aus ABS-Kunststoff gefertigt und lassen sich über eine Reichweite von bis zu 300 Metern miteinander verbinden. Das Geräusch, das beim Betätigen der Klingel ertönen soll, lässt sich aus 52 verschiedenen Melodien auswählen. Die Stromversorgung der Türklingel erfolgt per CR2032 Lithium-Batterie, womit sie laut Anbieter eine Laufzeit von bis zu 3 Jahren hat. Die Empfängereinheit lässt sich mit 3 3A-Batterien betreiben. Das ermöglicht eine flexible Positionierung unabhängig von einer Steckdose. Mit 29 mm Stereo-Lautsprechern. Die Funkklingel von Avantech ist mit 29 mm Stereo-Lautsprechern ausgestattet, die laut Anbieter einen satten und gestochen scharfen Klang liefern. Die Avantech-Funkklingel klingelt mit 5 verschiedenen Lautstärkestufen. Die maximale Lautstärke beträgt 115 Dezibel. Laut Anbieter stört die Klingel im leisen Modus kein schlafendes Baby und ist im lauten Modus laut genug, um von hörgeschädigten Personen wahrgenommen werden zu können. Laut Anbieter lässt sich die Funkklingel unkompliziert mit Hilfe von doppelseitigem Klebeband oder per Schraubverbindung installieren. Die Funkklingel von Avantech zeigt ein schwarzes Design mit grünen Akzenten. Mit der Schutzklasse IP55 ist sie für einen Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen zertifiziert. Die Haustürklingel hat Abmessungen von 4x7,5x1 cm und die Empfängereinheit misst 7x7,8x2,8 cm in Breite, Höhe und Tiefe. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Tecnet WA1088 Funkklingel. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Tecnet WA1088 Funkklingel. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Gaysingshore Funkklingel. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Gaysingshore Funkklingel. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.